Die StVZO ist das Grundgesetz der technischen Fahrzeugüberwachung. Sie regelt nicht nur die Hauptuntersuchung, sondern auch die Abgasuntersuchung, die Sicherheitsprüfung und die Gasanlagenprüfung. Also alle Teile, die die Kfz-Werkstätten selbstständig als sogenannte beigestellte Prüfung durchführen können. Für diese hoheitliche Tätigkeit brauchen wir ein einheitliches, hohes, fachliches Qualifikationsniveau. Wir brauchen klare Regelungen für die technische Ausstattung und wir brauchen effektive und unbürokratische Verfahren für die Überwachung. Das leisten die Werkstätten, überwacht von den Innungen auf Basis der StVZO und des vom Bundesinnungsverband betriebenen AÖK-Systems seit vielen Jahren. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, die StVZO zeitgemäß weiterzuentwickeln. Für die Überarbeitung der technischen Fahrzeugüberwachung war es aus Sicht des Kfz-Gewerbes außerordentlich wichtig, vier wesentliche Punkte in unsere Stellungnahme zu verankern. Zum einen der Punkt Prüfstellen. Die Prüfstellen sind ein wesentlicher Standbein im Kfz-Gewerbe, wo der Autofahrer technische Fahrzeugüberwachung in unseren Werkstätten durchführen lassen kann. Dafür braucht es einheitliche Qualitätsanforderungen, die über alle Überwachungsorganisationen gleichgestellt sind. Als zweiter Punkt möchten wir die modernen Fahrzeugsysteme in die technische Fahrzeugüberwachung weiter integrieren bzw. auch ausbauen. Es müssen vernünftige Prüfungen durchgeführt werden, damit die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge weiterhin auf einem hohen Niveau gewährleistet werden kann. Als dritten Punkt ist noch zu nennen die Doppelprüfung. Die Doppelprüfung ist eine Belastung der Kfz-Werkstätten seit einigen Jahren. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass die bei der technischen Fahrzeugüberwachung eingesetzten Prüfgeräte neben einer Eichung auch kalibriert werden müssen. Die Eichung halten wir für überflüssig. Dies haben wir ja auch mit einer Änderung der Vorschriften im Jahr 2021 für Abgasmessgeräte erreicht. Wir möchten jetzt im zweiten Schritt auch alle weiteren unterliegenden Messgeräte von dieser Eichpflicht befreien. Dazu ist das Verkehrsministerium aufgefordert, mit dem Wirtschaftsministerium endlich dieses Brett durchzubohren. Und als letzten Punkt noch die Prüfvorschriften. Einheitliche Prüfvorschriften für die technische Fahrzeugüberwachung sind außerordentlich wichtig. Wir haben gute Erfahrungen im Bereich der Sicherheitsprüfung, wo wir seit einigen Jahren von der Fahrzeugsystemdaten GmbH aufgearbeitete Prüfvorgaben für die technische Fahrzeugüberwachung SP erhalten haben. Und diesen Schritt möchten wir ausweiten auf alle beigestellten Prüfungen wie die Abgasuntersuchung bzw. auch die Gasanlagenprüfung, weil einheitliche Prüfvorgaben garantieren über alle berechtigten Untersuchungsstellen, und dazu zählen auch unsere anerkannten Werkstätten, dass einheitlich die Fahrzeuge geprüft und mit einem positiven oder negativen Ergebnis diese Prüfung abschließen können. Die Digitalisierung macht auch vor der technischen Fahrzeugüberwachung nicht Halt. Zurzeit wird noch viel mit Papier gearbeitet, zum Beispiel bei den Prüfungsnachweisen. Unsere Vision ist es, langfristig zu einem durchgehend digitalen System zu kommen, in dem Papier keine Rolle mehr spielt. Dafür sollte die Novelle der StVZO eine gute Grundlage bilden. Wir fokussieren uns auf die PSP-Überprüfung. Deshalb, weil wir der Ansicht sind, dass die Qualität der technischen Fahrzeugüberwachung auch dadurch gewährleistet werden kann, wenn in allen berechtigten Untersuchungsstellen gleiche technische Anforderungen mit dem Nachweis der entsprechend vorgeschriebenen Prüfungen gewährleistet werden können. Dafür haben wir in den letzten Jahren auch die wiederkehrende Überprüfung der Prüfstützpunkte durch Kfz-Innungen gewährleistet. Das hat leider der Verordnungsgeber in der Novellierung der StVZO gänzlich gestrichen. Wir sind der Meinung, um die Qualität weiterhin an oberster Stelle zu halten, dass diese Verankerung, also Prüfung durch Kfz-Innungen der PSP-Betriebe, wieder in die Vorschriften einzupflegen sind.